In der HTL St. Pölten haben sich vergangenen Mittwoch über 60 Unternehmen beim Recruiting Day präsentiert. Rund 1700 Schüler konnten sich auf insgesamt 3 Stockwerken über die Jobangebote in fast allen technischen Branchen informieren. In Zeiten des Fachkräftemangels bietet die Veranstaltung den Unternehmen eine gute Gelegenheit, um angehende Absolventen anzuwerben. Der Wunsch des Recruiting Days kommt eigentlich aus der Wirtschaft mittlerweile ganz massiv. Also es ist wirklich, wie alle wissen, ein Fachkräftemangel. Und die Firmen kommen und sagen, was können wir tun, wie können wir uns präsentieren, wie können wir die Schüler erreichen. In gemeinsamen Gesprächen versucht man erste Einblicke in die Unternehmen zu gewähren und den Schülern zum Thema Berufsaussichten und Jobangebote beratend zur Seite zu stehen. Die Vielseitigkeit und das Angebot der Firmen wird von den Schülern mit großem Interesse angenommen. Der Recruiting Day ist für uns Schüler natürlich was ganz Besonderes. Wir können da direkt die Kontakte zu den Firmen und zu den Unternehmen knüpfen, wo es natürlich das Ganze um einiges leichter macht. Ich habe halt für dieses Jahr zum Beispiel noch keinen Ferialjob, also ich hoffe natürlich, dass ich da noch was finde. Andererseits sind sehr viele interessante Unternehmen da und auch da ist die Information natürlich sehr weitreichend, mal für die Zukunft. Die hohe Qualität der Ausbildung an der HTL eröffnet den Schülern gute Berufsaussichten, denn im Zeitalter der Digitalisierung sind gut ausgebildete IT-Spezialisten und Techniker gefragt wie nie zuvor. Also wir hoffen uns, dass wir auf alle Fälle Leute motivieren können, in unserer Berufssparte tätig zu sein. Ja, meine, irgendwo haben sie sich ja doch entschieden, das zu erlernen, und irgendwo sollte man ihnen dann dort die Möglichkeit geben, das auch weiter ausüben zu können. Es ist leider so, dass anscheinend die Techniker immer weniger werden, immer weniger Interesse besteht. Man merkt das schon bei den Bewerbungen. Und deshalb wird es immer wichtiger, sich an den Schulen zu präsentieren und Informationen über Jobangebote zu geben. Mit dem Recruiting Day wollen die Unternehmen bereits von Beginn an Kontakte knüpfen und so möglichst viele Absolventen für eine spätere Anstellung begeistern.